Servus zusammen und willkommen zu einem kleinen Extra-Video zu einem Spiel The Binding of Isaac Afterbirth. Es gab heute ein Update, bei dem neue Achievements gekommen sind und wie ihr schon sehen könnt am Bild, einen neuen Charakter und zwar der Keeper. Und ich werde euch in diesem Video zeigen, wie ihr am schnellsten, am besten und am einfachsten an den Charakter rankommt und den ein oder anderen Erfolg freischaltet. Das erste, was ihr wissen müsst, ihr müsst in den Greed-Modus reingehen. Den macht ihr mit einem Charakter eurer Wahl. Es ist am besten zu empfehlen, wenn ihr einen nehmt, der kein Item trägt, denn ihr braucht den Platz dann später für eine kleine Technik. Als erster geht ihr einfach nach oben in den Shop rein, ohne irgendwas anderes zu machen und sucht nach der Blank Card. Ich werde diese euch einblenden lassen, falls ihr die noch nicht kennt oder noch nie gesehen habt. Auf die sind wir scharf und auf die müsst ihr Ausschau halten. Habt ihr beim ersten oder zweiten Mal nicht das Glück und habt die Karte im Shop auf der ersten Stage, drückt einfach oder sagen wir besser haltet R gedrückt und resettet das Ganze. So müsst ihr nicht andauernd rein und raus aus dem Spiel. Und schaut so lange nach im Shop, bis ihr in der ersten Stage die Blank Card seht. Habt ihr sie im Shop? Dann macht die erste Stage und kauft euch die Karte, denn sie wird uns später sehr viel Geld bringen. Als nächstes sammeln wir in jeder Stage so viel Gold wie möglich und warten dann, bis wir im Shop die Karten kaufen können. Auf der ganz rechten Seite, wenn sie erscheinen, sind sie sozusagen im Ausverkauf und es kommt jedes Mal, wenn wir eine Karte kommt, eine neue Karte für uns zum Kaufen. Dabei ist es wichtig, dass wir Two of a Diamond bekommen. Damit können wir unser Gold bekanntlich verdoppeln und durch das Item, die Mimic Card, können wir die Karte benutzen, ohne sie zu verbrauchen. Aber nun seid nicht zu voreilig und benutzt die Card of Mimic oder die Karte selber, sondern haltet Ausschau weiterhin im Shop nach einem neuen Ausverkauf. Und zwar suchen wir dieses Mal die Batterie, die unsere Card of Mimic wieder voll macht. Ihr könnt natürlich, wenn ihr im Shop einen Resetter habt, diesen benutzen. Ihr könnt die Münzen benutzen, ihr könnt Bomben benutzen, um das zu aktivieren, bis ihr halt die Batterie habt. Dann kauft ihr die Batterie und benutzt die Karte. Ganz einfach, ihr bekommt immer doppelt Geld, könnt euch die Batterie jedes Mal kaufen. Das heißt, ihr habt eigentlich unbegrenzte Mittel, euch Items zu kaufen. Dabei ist wichtig zu erwähnen, ihr müsst etwas aufpassen, dass ihr nicht allzu viele Sachen hier dann rumstehen habt, weil sonst switchen ab und zu Items und vielleicht passiert da mal ein Malöhrchen und irgendwas ruiniert den ganzen Trick. Also passt auf, was ihr kauft, was ihr gerade an euch habt, dann sollte eigentlich alles gut gehen. Das Item, was wir jetzt suchen, ist das Stundenglas. Das Stundenglas erlaubt uns, einen Raum zurückzusetzen, was wir dann am Endboss richtig dringend brauchen, um den Trick zu funktionieren zu lassen. Deswegen schaut danach und kauft euch dieses Item. Wichtig zu erwähnen ist, dass ihr ein anderes Item auch noch besorgt nebenbei, und zwar gibt es eine spezielle Batterie, die euch erlaubt, euer Stundenglas zweimal einzusetzen. Das braucht ihr auch noch für den Endboss, also kauft das nebenbei auch noch ein, es wird euch auf jeden Fall sehr viel helfen. Haben wir dann alle Stages gemacht und sind beim Endboss, besiegen wir den und zahlen so viel Geld wie möglich ein. Später können wir nur maximal 8 einzahlen, das heißt, es kann ein bisschen dauern, bis wir den Erfolg und den Charakter freischalten. Wir resetten jetzt einfach die ganze Zeit, nachdem wir das Geld eingezahlt haben, den Raum, machen den Boss immer wieder neu, das Geld in der Maschine bleibt, die Erfolge kommen rein und wenn wir 999 Goldmünzen eingezahlt haben, bekommen wir den letzten Erfolg und nachdem wir dann noch eine Münze einbezahlt haben, bekommen wir den Keeper. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ich konnte euch ein wenig weiterhelfen mit dem Trick und euch den neuen Charakter zeigen. Ich werde den Charakter vielleicht das nächste Mal in einem Video anspielen und das mit euch teilen, wie der so ist. Ich bin selbst gespannt drauf. Ich habe ihn noch nicht gespielt. Ich hoffe, euch hat es weiterhin gefallen hier. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar und supportet unseren Channel. Ich würde mich freuen, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, viel Spaß Leute, pfiat euch, baba.